So, und hier wäre ich auch schon wieder. Ja. Genau, wir waren ja gerade dabei, unsere Einheiten hier zu sammeln. Und ich denke mal, die Mischung ist ganz gut. Aber mir ist noch was Soll ich eingefallen. euch Vielleicht sollten wir doch besser. Ja, helfen? wobei, doch, Holzfäller nehmen wir mal mit. Aber ich glaube, die lassen wir mal hier. Und wir nehmen stattdessen mal eine Hexe mit. Verdammt, verdammt, verdammt nochmal! Jetzt beschwert sie sich, dass sie doch noch mitkommen muss. Tja, sorry, Lady. Ich will mal schauen, ob es funktioniert, ob die Hexe wirklich mitnehmbar ist, so als Experiment. Denn schon wieder zum Kuckuck? So, ja. Alle Upgrades haben wir durch, soweit ich weiß, ne? Ja, genau. Genau. Okay. So, hast du mal Glück gehabt, Tamar. Ne? Nein, den Wolf nehmen wir nicht mit. Warte mal kurz, funktioniert das jetzt, wenn ich hier. Was zur Hölle willst du? Moment. Kann ich Tamar auch noch mitnehmen? Und die Hexe? Das wäre jetzt interessant. Lauter. Experiment! Ich kann dich nicht hören. Wie du willst, meine Nachtigall. So, ne. Ich probiere jetzt was aus, ne? Nehmen wir mal. Hier. Fliegt mal hier rüber. Okay, Schon Hexe. wieder ein Motoraussetzer. So, bin gespannt, ob das funktioniert. Ob wir die Hexe wirklich mitnehmen können. Wer rastet, der rostet. 200 haben halt nur Tamar dabei. Statt die Hexe, aber egal. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das Unverzüglich. Spiel vielleicht zerstören. Das Labyrinth. Schaut her, ihr Mannen! Der Feind rückt näher! Was ist hier los? Was? Ich habe die Spielfigur verloren? Überwinden gelingt leider nicht allen. Unbekannte Pfade gilt es zu erkunden. Gib acht, sonst bist du verschwunden. Vertraue nur dir und all deiner Macht. Nur so wird das Unmögliche vollbracht. Das Ende der Reise, nur das ist das Ziel. Ein wunderbarer Schatz, der bringt dir sehr viel. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Feinde! Okay, die Hexe haben wir tatsächlich mitnehmen können. Ja, mein Prinz. Das ist interessant. Dann würde ich sagen, wir laden das nochmal und nehmen noch ein paar Hexen mehr mit. Ach, okay, das wusste ich echt nicht, dass es funktioniert. Aber es ist cool, ja, wie man das Spiel so leicht exploiten kann. Oh Gott, ich muss mir echt ein Yorkshire-Tee mal bestellen. ja. Okay, nein, nicht das. Okay, ja, dann holen wir uns ein paar Hexen. Wir haben ja drei bereits dort. Wir sind Hänsel und Gretel. So, dass wir dann am Ende 9 Hexen haben. Oh Gott, wie dann das aussieht, wenn es gestartet wird. wenn es dann losgeht, ey, das ist dann. Gleich mal Apokalypse am Anfang. Warte, können wir hier auch noch in diesem roten? Ich würde sagen, wir bauen mal 10 Hexen, ja, dass wir vielleicht in diesem roten Ding noch einen Ich kann mitnehmen den Kühen können. helfen. Wer weiß, vielleicht funktioniert es ja, vielleicht aber auch nicht. Wird erledigt. Also, Leute, alle nochmal hier weg, dass die Hexen hier Platz haben. So. Sprich lauter. Ich kann dich nicht hören. Ich sagte, dass die Hexen hier einen Platz haben. Schau mich mal an, ich will dein Gesicht Einfach sehen. meinen Namen rufen und ich komme angesaust. Ja, Ich würde gerne jetzt kämpfen. aber. Zeig mal, wie du aussiehst. Okay. Verdammt, verdammt, verdammt noch mal! So, okay. Eine noch, dann
Bin mir soweit. Oh Gott, wie dann die Videosequenz am Anfang aussieht, die wird mich so schlapp lachen. Gleich mal Bombardement. Bam, 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 bam. Was haben die, hat die da eigentlich angegriffen? Keine Ahnung. Aber ich find's auch ein bisschen komisch, dass während Cutscenes, dass die Einheiten dann Schaden kriegen. Ich meine, während den Cutscenes ist man handlungsunfähig. Ja, da lacht sogar die Hexe wegen diesem Witz. Trag mich, Besen, flieg! Flieg! Ist denn schon wieder zum Kuckuck? Du stehst nicht gut. Hier. Da sind alle Hexen auf dem Weg her. Moment. Ich habe Höhenangst. Alle Hexen nochmal hierher. Ohne so fies zu lachen, ja. So Peter Griffin lachen. Einfach mal die Sounddatei ändern, dass da Peter Griffin lachen kommt. Naja, das ist die letzte Hexe. Okay. Was, die heißt Alexa? Ja, du, Alexa, hallo. Hallo, Alexa sagt hallo. Okay. Schon wieder ein Motoraussetzer. Gut, okay, Hilfe? Dann die Bodeneinheiten. Halt, nein, 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 das, ich wollte doch nur drei. Jetzt kommt die ganze, der ganze Kindergarten hier mit. Stopp. So. Habt ihr ein Problem? Ja, dass der ganze Kindergarten dabei ist, das ist mein Problem. Okay. Du gefällst mir. Ja, ja, ja. dann unser Wannabe Lancelot. Gehst du. Alter, jetzt muss ich. In Göttern sei Dank. Oh, jetzt steht dem hier im Weg. Ich komm da nicht. Jetzt, da klick. Und du, Dude, kommst auch mit. Oh Gott, wie das aussieht. Jetzt bin ich gespannt, wie viele dann mitkommen. Ich speichere mal. Ah, das ist so dumm. Aber auf sowas kommen wirklich nur ich. Den Verrätern die Stirn. Ja, ja, passt schon. Vielleicht wäre es doch besser, wenn wir die hier mitnehmen, weil die hier hat so ein Artefakt. Aber was soll's. Ah ja, alle hat's mitgenommen, außer die Hexe von dem Prinzen. Okay. Die Prinzenhexe. Jetzt bin ich gespannt auf die Cutscene. Ey, das wird so lustig. Pass auf. Verschwunden. Vertraue nur dir und lass dir ruhig Zeit mit dem Vorlesen. Nur so wird das Unmögliche vollbracht. Das Ende der Reise, nur das. So lange, bis er da weg ist, ja. Ein wunderbarer Schatz, der bringt dir sehr viel. Ich glaube, wir sind. Lies noch nicht weiter. Weg. Ja, gleich ist er weg. Gleich ist er weg. Jawohl, er ist weg. Haha. Was war denn das? Das war. Was? Wow. Okay, knusper, knusper, Knäuschen, geknabbert an deinem Häuschen. Damit ist wahrscheinlich dieses Labyrinth gemeint. Okay, wir können nichts bauen hier. Ja. Wir sind Hänsel und Gretel. Okay, dann checken wir mal hier die Gegend ab. Hier ist ein Amulett des Schutzes. Mag es niemand von euch mitnehmen? Der Priester mag es doch mitnehmen. So. Mein Gott, das Spiel ist so einfach zu hintergehen. Zum Floh hintern. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, 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 fall runter, ja. Ja, euer Meister. Der Prinz hier wird gemobbt durch irgendwelche Bogenschützen da hinten. Ja, mach die doch weg, Dude. Nein, meine Hexen. Ach Mann, ich habe mir so viel Mühe gegeben, die herzuholen. Alter, was ist das hier? Ich gehe gleich wieder nach Hause. Was ist das für eine Begrüßung? Krepiert ihr Schurken! Alter! Ja? Sieht nice aus. Alter. Ach nee, mein Priest, Alter. Halt. Das ist gemein. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Nein, das ist nicht in Ordnung. Oh Mann, wie wird mit dir jetzt da los? Hexenmeister habe ich auch verloren. Klasse. Kann ich
dienen, mein Prinz. Super. Hier, dafür gibt es ein Donnerwetter für euch. Ach, wenn nur nicht dieser Rheumatismus wäre. Mann, komm mir da ran, bitte. Bitte. Gar nicht. Ja. Das war nicht so geil. Aber natürlich! Hier gehen wir mal da ans Eck hin. Bereitet den Empfang! Oh, verdammt! Die Gäste kommen! Was sind das? Wir kamen doch daher! Ist das Leben. Ich werde. Okay, da ist so ein Typ, der will mit uns reden. Ich glaube, wir haben einen Jungen verloren. Rittertum und Ehre sind das höchste. Ich hab noch genügend Kräfte. Check hier mal. Gehen wir mal außen rum. Haue hin, Schwert. Okay, ist wieder so einer. Deine Stöße sind hart, aber nicht hart genug. Ich komme. Alter, warum sind das Skelette? Ich meine, wir kommen von dort her. Haben die nicht entfernt oder was? Was soll das, bitteschön? Okay, das ganze Gebiet hier ist voller. Bären und so weiter. Und Bogenschützen mit Level 4. Haue hin, Schwert. Ja, laufen wir erstmal hier komplett außen rum. Deine Stöße sind hart, aber nicht hart genug. Warte, hehehe. Kampfbereitschaft. Okay. Alter, Minotauren, Bogenschützen. Der gesamte Ort hier ist eine Todesfalle. Oh, und sogar Standardbären. Wunden können mir keine Angst einjagen. Okay, ja, jetzt kennen wir die ganze Map hier. Zerschlagen, zerquetschen. Also ein riesiges Labyrinth. Klasse. Ich werde es tun. Oh Mann, die Bogenschützen sind fies. Stell dich zum Kampf, Ratte. Ich komme. Ach, da ist der. Schwert. Du gehörst wieder mir. Wie ihr Befehl. So, also rüber. Was ist eigentlich hier? Goldenes Schwert. Wow. Ich kann den Kühen helfen. Ich gehe wohin, mich also, dann Beine holen wir tragen. Uns wieder ein paar Wölfe in unsere Armee rein. Ah, das Problem ja, ist jetzt, dass die dann hier. Wir zeigen ihnen, wo es lang geht. Aggro werden. Womit kann ich das blöd, dass wir den Hexenmeister Prinz? Verloren haben, sonst könnte man jetzt die Gegner von außen bearbeiten. Naja. Hoffentlich lohnt es sich. Komm mal her, Kuh. Geil. Noch einmal? Ja? Das lief nicht so geil. Warte, was ist hier los? Worauf schießt du? Auf den Turm. Was hat dir der Turm getan? Ja, mein Herr? Okay. Halt, er versucht zu weg. Demut vor den heiligen Geistern, ihr Waschlappen! Ja? Ihr Waschlappen! Okay, ein Wolf. Bieten wir den Verrätern die Stirn. Ja, die Knochen sind alt. Der Geist ist jung. Das ist ein großer Weimar. Der Donnergott begünstigt uns. Ja, das klappt halt manchmal und manchmal nicht. Vielleicht wären vier Jungen doch besser gewesen. Jederzeit. Ja, mein Herr? Nein. Du bist kein Wolf. Ja, toller Ort. Ihr vom Alten. Okay. Gute Kuh. Der Typ ist keine Kuh. Geht einfach zu dem Typen hin und sagt gute Kuh, alles klar. Scheiß riechen. Alles klar. Du
Meditation, Kontemplation und das Gebet. Ich gehe, wohin mich die Beine tragen. Okay, nochmal. Sanctus, Sanctus. Ich brauche jetzt dringend... Nein, 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 ich den Typen killen. Oh. Geil. Ich glaube, ich lade das nochmal. Das war total bescheuert. Hätte man besser machen können. Ich glaube, wir sollten einfach ins Labyrinth reingehen und schauen, wie weit wir kommen. Bevor ich da jetzt verrückte Selbstexperimente hier mache. Also. Stärke und Ehre. Pass auf, wir schicken jetzt mal nur den Prinzen hier rein. Wir können ja mit dem ganz gut kiten, weil der hat ja sein Superschwert bei sich. Tatsächlich? In Ordnung. Kannst du diese, kannst du dieses Skelett da entfernen? Heute werdet ihr Blut schmecken. Nö. Okay, gehen wir einfach weiter. Was ist hier los? Hier ist nix. Oh ja. Ach ja, was wir machen könnten ist, das Ganze ist ja ein Labyrinth, ne? Und ein Labyrinth hat, ist logischerweise ein bisschen kreuz und quer. Es wäre vielleicht ein Vorteil, wenn wir zuerst aufdecken, wie die Map aussieht. Ich hab noch genügend Kräfte. Und wo bleibt die Salbe gegen die Hühneraugen? Es reißt mich in Kreuz! Okay, so sieht die Map also aus. Und hier ist das ist besser als die Drachenschwert, okay. Der rostet. Mein Gott, ist dieses Labyrinth gefüllt mit bösen Menschen und... Ja, Menschen. Menschen. Ich sag Menschen. Ja. Kreaturen. Das werdet ihr teuer bezahlen. Eieiei, gehen wir erstmal da lang. Und eins und zwei. Autsch. Ja, genau. Einfach so durchs Feuer laufen. Er ist ein Feuerbändiger, müsst ihr wissen. Zu den Waffen, der Feind kommt. Bei unserer Ehre. Ja, ist in Ordnung. Wir stehen ja auf so einem Highport. Alter, das ist fies. Wir werden hier die ganze Zeit abgeschossen aus der Distanz. Halt besser mit diesem Typen hier. Hallo, Typen. Was ist hier los? Achso, ihr habt was gegen diesen Werwolf. Wir sind nicht alleine. Da ist jemand. Seid gegrüßt, alter Mann. Was macht ihr hier? Da ist meine Einsiedelei. Ich lebe hier. Wisst ihr, wie die Tore zu öffnen sind? Ich konnte leider keinen Durchgang durch das Labyrinth finden. Ich weiß, ich habe sie ja selbst verschlossen. Die ewigen Monster, die ständig aus dem Labyrinth kamen, gingen mir auf die Nerven. Ich betreibe schließlich keine Einsiedelei, um mich ständig mit irgendwelchen abartigen Kreaturen herumzuschlagen. Dort in der Ecke findet ihr einen Hebel für den Mechanismus, der die Tore öffnet. Euch sollte klar sein, dass damit die Monster auch wieder heraus können. Sie haben keine besonders guten Umgangsformen, aber das werdet ihr ja dann merken. Ja. Ja. Ja, okay. Dann sag mal Hallo, Monster. Oh Gott, das ist wir hier alles offen. Ihren Angstschweiß riechen. Alles offen. Und doch, eins, doch nicht und durchs Feuer. Oh, jetzt läuft er wieder durchs Feuer. Denkt wieder, er wäre irgendwie nicht Zuko aus, aus Avatar. Okay, aber jetzt ist das Labyrinth hier überschwemmt mit Gegner. Die wir jetzt ausschalten können. Alter, ein voller Bär. Die Bogenschützen sind das Lästigste. Eher sterben wir, als nach Verstärkung zu rufen. Zu Hilfe! Selbstverständlich. Ja, mein Prinz, ich bin es. So.
Das gefällt uns. Chill mal eine Runde. Wahrscheinlich verfolgen die den jetzt. Unser Gemach im Schloss ist. Ah ja, der kann ja zum Glück da ein bisschen leveln, wenn wir den allein rüber schicken. Ja, jetzt rede ich schon wie Xi Jinping. Oh ja. Na, wo sind denn die jetzt alle? Hä? Sind weggerannt. Es gibt Kaffee und Kuchen für alle Monster hier drin. Aufgepasst, der Feind ist im Anmarsch. Nicht umsonst üben wir uns in der Schwertkunst. Ah ja, da sind die Skelette. Wir zerteilen euch Stück für Stück. Selbstverständlich. Oh Mann. Autsch. Das macht nicht so viel Sinn hier. Autsch. Die ganzen Spikes hier vor den Hals stellen. Die können gefährlich werden, gerade wenn wir so low sind und dann auf einmal hier rüberlaufen. Dann könntet ihr sogar sterben. Deswegen aktivieren wir die ganzen Spikes jetzt mal. Dass wir dieser Gefahr ein bisschen entgegentreten können. Was ist denn da drüben? Da ist irgendwie ein Artefakt. Goldenes Schwert plus. Boah, voll die geilen Waffen. So, was ist hier unten? Skelette! Mit einem Superschild. Irgendwie haben hier alle Gegner Level 4 Waffen, ne? Die Skelette haben Flammbogen 2 und die Skelette haben diesen Superschild, den alle unsere Einheiten haben. Ach, jetzt kommt die ganze Gesellschaft hier. Einverstanden. Nee, das ist mir jetzt zu wild. Vielleicht sollten wir doch den Ritter mitnehmen. Nehmen wir den Ritter mit, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Und brauchen statt 100 Parts vielleicht doch nur 90, ja. Wir sind bereit. By the way, ich habe immer noch gar keinen einzigen Part dieses, wir werden es vollbringen. Dieses Akts gerendert, also. Ja. Rüstet euch, Krieger, der Feind kommt! Ich fürchte keine Gefahr. Das ist ja nur ein Werbär. Ah, und das ist nur ein Bär. Hier, mach mal was. Bieten wir den Verrätern die Stirn. Wir könnten Hagen dieses goldene Schwert plus da geben. Dieses Schwert wirkt für immer während der Ruhe. Euer williger Diener. Zu den Waffen, der Feind kommt. Okay, hier geht's raus. Unsere besten Krieger sind jetzt hier unterwegs. Okay, jetzt sind wir hier. Alles klar. Okay, quasi. Hier geht's quasi nirgendwo lang. Dann gehen wir hier wieder zurück. Wo ist der denn jetzt? Alarm, Sie kommen! Da seid ihr. Wie ihr befehlt. Alarm, Sie kommen. Okay, da unten sind wieder ein paar Werbären. Schaut mal die mal aus, gibt alles Erfahrungspunkte. Euer williger Diener. Heute werdet ihr Blut schmecken. Die sind eh nicht so besonders stark. Dafür lebe ich. Esel hat einen Siegfried jetzt bald. Oh Gott, es dauert noch, bis er seine Stufe 7 hat. Ja, dann holen wir uns dieses goldene Schwert für unseren Ritter. Ja, euer Majestät. Wer heißt denn du eigentlich? Hagen. Wie ihr befehlt. Der wird mir ganz unbehagen. Jetzt aber hier rüber. Dann dahin.
Und da ist das Schwert. Welch einzigartiger Stab. Oh, hi. Ich werde es tun. Rittertum und Ehre. Da kommt ein kleiner Werbär auf uns zu. Oder Werwolf, ne? Sieht eher aus wie ein Bär. Wie ihr befehlt. Zu den Waffen! Der Feind kommt! Euer Wille geschehe. Gut, dann in diese Richtung. Hey, Güte, als Kind habe ich Labyrinthe geliebt, aber jetzt bin ich Labyrinthe eher nervig. Und hier ist Minotaurus. Der könnte sich als Problem herausstellen. Ja, okay, doch nicht so ganz. Da habe ich die wohl überschätzt. So, ist das Level 5? Wir haken. Nee. Hier, also auf den einen hier. Der andere hat irgendwie keinen Bock zu kämpfen. Der ist irgendwie Pazifist. Euer Wort ist mir befehlt. So wird es sein. Na toll, die paar Leben hättest du jetzt nicht mit dem Pilz heilen müssen, also wirklich. Hier sind noch welche. Doch, doch. Ah, Level 5 für Hagen. Nice. Schick, euch Krieger, schick, schick, schick. Der Feind kommt. Oh, er rennt weg. Okay, hier sind so Kuhverwandler. Disziplin, dafür lebe ich. Wir sollten jetzt aufpassen, dass wir Haken jetzt nicht verlieren. Also, dass Haken da nicht drüber läuft. Autsch, autsch. Wir sind Siegfried. Ein Spike geht noch Prinz und der auch. Siegfried. Oder auch nicht. Scheiße. Welch Herr. Was für ein herrlicher Kampf. Er ist einfach durch Spikes gelaufen. Weil ich dachte, dass er das noch überlebt. Die Spikes, die machen aber auch immer random Schaden. Ne? Machen wir mehr, machen wir weniger. Darauf ist nie so richtig Verlass. Na gut, dann wieder weiter. Hagen jetzt hat es wieder Level 4. Können die Kinder eigentlich die Gegner da bekehren? Nein. Ich dürfte keine Gefahr. Oh Gott, da sind. Ach, oh nee, wir hatten noch nicht mal das Schwert. Okay, okay, dann wurde man ein kleines bisschen zurückgeworfen. Natürlich. Wegen meiner eigenen Blödheit. Sie nähern sich. Aber naja, damit müsst ihr rechnen, wenn ihr einen Let's Play namens Kevin anschaut. Das ist so das Risiko. Ich komme. Welch einzigartiger Stahl. Disziplin, dafür lebe ich. Ich glaube, da kann man sogar nicht gezielt bei den Flammen durchlaufen. Aber man kann da stehen bleiben, theoretisch, und dann macht's Aua, Aua. Wir können ihren Angstschweiß riechen. So, soweit waren wir vorhin schon. Gut, dann gehen wir da lang. Euer Wille geschehe. Hier geht's auch in den Untergrund rein. Ah, ja, richtig, da war der Minotaurus. Genau, Hagen. Lauf über die Spikes, ist in Ordnung. Wie viel Leben hast denn du? 2,250. Und du hast 900? Warte, der Hagen hat mehr Leben als Siegfried. Das zeigt, was für ein Waschlappen der Siegfried eigentlich ist. Okay, hier ist eine Herde an Werwölfen, Werbären, whatever. Werde es tun. So, dann schauen wir mal hier unten rein.
Okay. Zerhackt den Skelette, was auch sonst. Ritterturm und Ehre sind das höchste. Was macht dieser Bär da im Untergrund? Mit den Skeletten hier. Egal. Ja, dann ist halt ein kleiner Bär, ne? Der Bär und die Skelette. Oder die Skelette und der Bär. So, kennt man im Untergrund, ist bestimmt überhaupt nicht gefährlich. Hier sind gar keine Spikes in diesen Punkten da. Da ist kein Feind. Zugegeben. There is no enemy here. Euer Wille geschehe. Super Fehl. Wo geht's denn hier lang? Oh, sie nähern sich. Oh, hi, der Dark Skelett. Bieten wir den Verrätern die Stirn. Da, seht ihr, der Prinz, der hält nichts aus, aber Hagen umso mehr. Das ist so ein Weichei. Oh Gott, ich hab mich verletzt. So, oh Gott, was sind wir denn hier? Okay, das sind wieder diese Kreaturen, wo ich diesen Namen vergessen habe. Mephistos, was auch immer ist. Mephisto macht. Was sagt Christo? Heute werdet ihr Blut schmecken. Okay, hier geht's lang. Gott, wieder einer. Ja, Hagen kennt man in der Runde. Hagen ist ein guter Tank. Super viel. Bräuchten wieder so eine Heilstelle. Okay, hier sind Kühe. Verwandlungsdingens. Stell dich zum Kampf, Ratte. Können wir da mit Hagen rüber, ohne dass es sich da verwandelt in eine Kuh? Es gibt die Kuh. Zeit fürs Kämpfen. Und nein, ich sollte sie nur. Keine Kaltheit, sondern Vernunft. Ey, ne, du pennst jetzt. Alles cool, da ist nichts. Und jetzt los auf den Feind. Ach so, da sind wir vorhin normal hingelaufen, genau. Ja, das war die Route. Genau hier sind wir vorhin gestorben, durch meine eigene Dummheit. Ja, Euer Majestät. Hagen stimmt mir zu. Du das sollst mir nicht zustimmen. Feind kommt. Ja gut, die Frage ist... Was bringt uns das jetzt, dass wir jetzt hier sind? Der nicht Tod richtig ist wenig, besser ne? als die Schande. Da hoch. Warte, wird der angegriffen? So wird es sein. Ist hier so ein Bogenschütze, nervi, nervi. Lauter Bogenschützen, nervi, nervis. Hm. Wie ihr befehlt. Ja. Das gefällt alle uns. Mal pennen. Es ist bloß die Frage. Wo müssen wir jetzt lang? Das ist halt das Labyrinth, ne? Das ist halt nun mal üblich an Labyrinthen, dass man schauen muss, wo geht's lang. Ah ja, überhaupt nicht auffällig. Okay, ich bin überfordert mit dem Labyrinth. Bieten wir den Verrätern die Stirn. Wir zeigen ihnen, wo es lang geht. Ja. Ja. Aua. Alter, was haben die für eine Range? Schießen über zwei Mauern und treffen sogar. Ist doch mega unfair. Natürlich. Ihr habt nach mir verlangt. So, ich speichere jetzt nicht, dass der Haken sich dann in eine Kuh verwandelt. Wobei, theoretisch können wir uns... Nee, wir haben keine Milch, um uns aufzubauen. So, geh mal darüber. Da seht ihr, sobald er hier stehen bleibt, der Hagen. Der Feind kommt. Mächtige Vorfahren. Sobald er da stehen bleibt, der Hagen, wird er zur Kuh. Hey, wollen wir den... Warte, wird er zur Kuh? Ja, der wird zur Kuh. Fuck. Okay, Hagen wurde jetzt zu Martha. Das ist so eine Art, wie soll man sagen, Geschlechtsumwandlung?
Scheiße. Ach Gott. Habe ich meinen besten Krieger in eine Kuh verwandelt. Mein Gott, bin ich ein guter Herrscher. Aber naja, das sind halt so Experimente, ne? So, bleib einfach da stehen. Wir zeigen ihnen, wo es lang geht. Ja. Wer rastet, der rostet. Der Prinz kann hier auch rüber. Schickt mir Verstärkung. Ach so, jetzt wird hier alles wieder. Super Fehl. Das ist hier wieder Mobbingzeit. So, wo geht's denn hier lang? Hier ist was zum Heilen. Die Tyrannei ist nahe. Warte mal kurz, Hagen soll mal die Spikes entfernen, der hat mehr Leben. Heißt der Prinz. Autsch, 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 Autsch. Schaut her, ihr Mannen, der Feind rückt. Da seht ihr, Prinz, nimm mir mal ein Beispiel an deinen. An deinem treuen Gefolgsmann namens Hagen, ja. Stärke und Ehre. Der levelt auch wesentlich effektiver. Ich meine, der braucht bis Level 7. Ach, wahrscheinlich sind die Erfahrungspunkte gleich, aber. Bieten wir den der braucht bis Level beschieren. 6. 500 und der braucht bis Level 8. 1000, ja, okay, kommt hin. Euer Wille geschehe. Kommt hin, da kann man nicht dagegen. Da kann man nichts dagegen sagen. Ah ja, hier geht's noch rein. Rüstet euch, Krieger, der Feind kommt. Ja, wo seid ihr denn jetzt hin? Ach, da seid ihr. Ach, da waren wir ja schon. Na super. Natürlich. Wo geht's dann bitte schön lang? Wir waren hier doch hier schon hier. Gibt's hier irgendwo einen Schalter, den ich übersehen habe? Ich werde es. Gehen wir mal da lang. Vielleicht hier in diese Richtung? Könnt ihr mir vorstellen? Ja, hier geht's weiter. Ich sehe die räudigen Hunde. Ja, da geht's weiter. Okay. By the way, es gibt auch ein anderes Labyrinth in diesem Spiel. Und zwar bei der Rollenspielkampagne. Da gibt es auch so eine Map, die so einem Labyrinth ähnelt. Die habe ich selber schon mal gespielt. Und ja, ist recht, recht nice. Haue hin, schwer. Der Thron steht. Bloß manchmal ist es recht nervig, weil du dich da nur in bestimmten Zone mal aufhalten kannst. Und am Ende bist du dann irgendwie in der Mitte oder so bei dieser Map. Es ist an der Zeit, unsere Aufgabe zu vollenden. Ja. Sie nähern sich. Alter, Alter, Alter. Nein, nicht einkreisen. Alter, wo kommt der Fuck, wo kommen die ganzen. Alter. Okay, wo kommen die ganzen Gegner her? Ist das Crushers Familie? Wow. Ja, das kann sein, dass sie dich getroffen haben. Fuck, das sind echt viele. Eieiei, das ist dangerous. Danger Zone. Okay, nochmal zurück. Schaut her, ihr Mannen! Der Feind rückt näher! Dieses Labyrinth ist eine Todesfalle. Ist nahe. Ich meine, schaut euch das an! Wie ihr befehlt. Gut, also einen Riesen haben wir jetzt weg. Krepiert, also es ist gut, dass die sich jetzt so verteilen, die Gegner. Die Dinger sind auch recht zäh. Ah, diese Mephistos. Ja komm, mach's mal hier. Der Tod ist besser als die Schande. Ja. Ja, besser auf. Ja, doch, der Riese ist mal weg. Kann es sein, dass der Mephisto ich sage jetzt Mephisto zu den Jägern. Keine Ahnung, vielleicht heißen die auch anders, aber. Was sind diese Mephistos? Ziemlich zäh. Ich glaube, es ist gut, dass der jetzt tankt, der Ritter. Ja, euer Majestät. Disziplin. Dafür. Oh, das ist doch ein Dream Team. Gepasst. Der Feind ist im Anmarsch. Hagen und der Siegfried Ritter. Hier versagen die Kräfte. Ach was. Nicht verzagen, so Hagen fragen. Es gibt die Zeit fürs Kämpfen und, jetzt und die Zeit fürs Ruhen. Feind. So.
Zugegeben. Ich komme. Wir haben schon besser geruht. Ich gehorche meinem Herrn. So, also wenn ich die Rollenspielkampagne weiterspiele, also wenn ich wirklich die Rollenspielkampagne spiele, dann werde ich wahrscheinlich als Hagen weiterspielen. Euer Wille geschehe. Genau, der wird dann quasi der Nachfahre von Siegfried. Den gibt er dann seine eigene Background-Story. Super Fee. Aber er muss erstmal überleben, ja? Sonst können wir diese Background-Story vergessen. Wir werden das Gesinde züchtigen. Das stell ich mal so hin. Natürlich. Ich ergebe mich nie. Unterstützung. Okay, die wollen keine Kühe werden. So wird es sein. Alter. Ja, ja, dieses Labyrinth ist eine Todesgefahr, Alter. Alter, ich will diese Heilstellen hier haben. Alter, Hagen ist so fucking zäh. Eher sterben wir, als nach Verstärkung zu rufen. Zu Hilfe! Und hat Stufe 6 erreicht. Stärke und Ehre. So, das Dream Team heilt sich mal. Unverzüglich. Okay, ich mach mal. Weiter geht's mit dem Dream Team Hagen und Siegfried. Okay, hier ist gefährlich. Und hier ist eine Kuh. Haue hin, Schwert. Ja. Hat der Transformer natürlich doch ganz gut funktioniert. Oh Mann, das Labyrinth. Ey, das Spiel schreibt uns jetzt durchs ganze Labyrinth rüber. Hin und her. Oh, sie nähern sich. Okay, hier ist wieder so ein Mino. Dafür lebe ich. Da ist wieder so ein Schwert, goldenes Schwert. Ich ergebe mich nie. Da ist so ein Minotaurus, alles cool, alles cool. Immer cool bleiben. So wird es sein. Super Fee. Ihr habt nach mir verlangt, Prinz. Wir werden das Gesinde züchtigen. So, der nächste. Ich verlange widerstehen. Euer Wille geschehe. Okay, ja, das Schwert hätten wir jetzt soweit, aber der hat ja schon ein goldenes Schwert plus der Hagen. Von daher brauchen wir gar kein neues. Wir könnten es einem Holzfäller geben, das Schwert. Wobei, können Holzfäller erst Schwerte tragen? Nee, ne, so macht keinen Sinn. Ja, selbst wenn wir wollten, wir könnten das Schwert nicht aufnehmen. Keine wir Soldaten zeigen da. Ihn, wo es lang geht. Wie groß ist dieses scheiß Labyrinth noch? Wie ihr befehlt. Der Tod ist besser als die Schande. Wer rastet, der rostet. So, hier natürlich ist ein Pilz, mehr nicht. Ja, ich kann verstehen, warum dieser Priester die Leute hier eingesperrt hat. Wobei das auch nicht so ganz funktioniert, ne? Die, mit wegen Sicherheit und so, weil die Skelette schießen ja nach wie vor über die Mauern drüber. Oh Mann, wollen wir hier einfach durchlaufen und schauen, was passiert? Oh, sie nähern sich! Lass mal erstmal hier die Gegner drüber laufen. Eher sterben wir, als nach Verstärkung zu rufen. Zu Hilfe! Okay, also erstmal. Wobei, lass mir erstmal die Gegner rüberlaufen. Super Fee. Disziplin. Gut, einfach rüber. So, wo ist denn hier? Hier ist nichts. Aufgepasst! Der Feind ist im Anmarsch. Sind wir im Norden vom Labyrinth? Zerschlagen, zerquetschen. Okay, hier ist wieder Mephisto. Und ein kleiner Minotaurus. Wir werden das Gesinde züchtigen. Natürlich.
Aber es macht Spaß, diesen Labyrinth zu erforschen, also... Ich hätte es erwartet, dass es eher so eintönig wird, weil man hier die ganze Zeit irgendwie... Ja, gegen Gegner kämpft, aber es ist schon recht spaßig. Ich sehe die räudigen Hunde. Das sind Bärbären, keine Wölfe. Kauf dir mal das Buch von Stanley, ja. Stell dich zum Kampf, Ratte! Bei unserer Ehre, wir sollen um Hilfe winseln? Euer williger Diener. Du wirst krepieren. Hallo, Kuh. Damit hat Sigi Level 8. Schaut her, ihr Mannen, der Feind wird näher. Wo geht's eigentlich hier lang? Ich komme. Okay, wieder so ein Super Mino. Langsam wird es kritisch für der Prinz Siegfried. Gehen wir mal hier aus der Reichweite raus. Alter, jetzt lass doch mal den Prinz in Ruhe. Kauf dir lieber eine Prinzenrolle, statt ihn zu mobben hier. Oh fuck, da ist noch ein Mino. Ah, und lauter. Oh Gott, wir hauen mal ab. Das ist mir zu wild. Und das meine ich wörtlich. So, da ist eine Heilstelle. Ja, aber ungefähr in dem Stil läuft die Rollenspielkampagne ab, dass man hier die ganze Zeit irgendwie. Ja, grinden muss. Oder beziehungsweise angreift und sich dann verpisst. Das Ende der Tyrannei ist nahe. Ja, ist okay, lass dich ruhig abschießen. Alter, was hat der für eine Range? Der Tod ist besser als die Schande. Bieten wir den Verrätern die Stirn. Aber so viele Gegner müssten nicht mehr da sein. Wir haben jetzt, glaube ich, schon ein Dreiviertel des Labyrinths gesäubert. Also, so lange wird es wahrscheinlich nicht mehr dauern. Das Schwert wird schartig. Aber wir ergeben uns nicht. So, ja. Jetzt muss der Prinz mal ein bisschen lernen, mit Schmerz umzugehen. Gut baust du das Skelett. Wir sind Siegfried. Prinz Siegfried. Schaut her, ihr Mannen. Der Feind rückt näher. Euer Wille geschehe. Alles klar, jetzt hat der Ritter wieder volle Leben. Und jetzt hauen wir das Skelett mal zu Brei. Wo ist denn das jetzt hin? Skelett! Gerade warte, ist doch noch da! Der Tod ist besser! Da hinten ist Schande! Super Fehl! Nicht stehen bleiben! Alter, bist du des Wahnsinns! Der war schon hier auf dem Kuh-Ding stehen geblieben. Ja. Schön, dass du das. Warte, das ist ein Bär! Okay, wir könnten uns jetzt Bären holen. Nee, ich habe schon genug Bären bei in meiner Army. Okay, hier, der Schalter öffnet wahrscheinlich diese Tür hier. Jawohl. Okay, lauter Bogenschützen, Bären, Wehrbären. Warte, das sind lauter hier. Oh fuck, wir werden hier eingekreist. Geht man da weg. Bevor ihr da eingekreist werdet, hier darüber. So, ist denn hier so, dass die... Ja, Bären sind mir lieber als die ganzen anderen Sachen. Schickt mir Verstärkung. Es ist böse, dass die Skelette hier noch reinhauen. Es lebe der ritterliche Stand. Okay. Taktischer Rückzug. Wir können ihren Angstschweiß riechen. Wenn wir sterben, dann mit ihr. Okay. Nochmal zurück zum Heil. Dingens. Übrigens, die Teleporter, beziehungsweise diese Verwandlungsdinger verwandeln nur, wenn man direkt drauf sitzt. Wenn man durchläuft, verwandelt die einem nicht. Deswegen ist der jetzt hier auch, Alter, wie hartnäckig, ne? Schartig, aber wir ergeben uns nicht. Das sind die lästigsten Skelette, die ich je gesehen habe. Ich sehe die räudigen Hunde. Hier sind schon zwei. Bei unserer Ehre, wir sollen um Hilfe winseln. Oh Gott, wie hartnäckig sie sind. Okay, jetzt reicht's mir mit euch. Ja, jetzt abhauen. Erst zu frech sein und dann abhauen. Feiglinge. Und jetzt in Kühe verwandeln, alles klar. Natürlich.
und mir den Weg versperren, in Hoffnung, dass ich dann auch zur Kuh werde, was? Ja, ja. Heute werdet ihr Blut schmecken. Da ist noch ein Bär. Die Kreaturen haben mich getroffen. Ja, ist noch ein Bärchen, alles cool. Er wird heutzutage nicht von einem Bärchen geschlagen. Weidet die Meute aus. Okay, jetzt sind wir hier. Wir waren ja vorhin schon hier in dem Bereich. Jetzt sind wir quasi am anderen Ende. Vor allem, warum hätte denn die, habt ihr nicht, warum seid ihr nicht einfach darüber geschwommen? Das ist so einfach. Ihr müsst einfach nur darüber schwimmen, dann hättet ihr euch diese ganzen Weg hier sparen können. Naja. Okay, dann da lang. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Oh, sie nähern sich. Ach, wieder so. Das ist so ein Gift, Mephisto. Die sind nicht so stark. Am stärksten sind halt die da. Ich fürchte keine Gefahr. Ah, jetzt wird es langsam kritisch. Ich werde okay, Rückzug. So, versteckt euch mal da drüben. Das gefällt uns. Der Prinz ist echt so ein Weichei. Nur 950 Leben haben und so große Töne spucken. Ich meine, der hat 2500 Leben. Der sollte eigentlich der richtige Prinz sein. Was ist hier los? Frische Kräfte. Oh, ein Bärchen. Ein Bärchen ist in Ordnung. Euer Wille geschehe. So, dann töten wir mal die Mephistos da drüben. Rüstet euch, Krieger, der Feind kommt. Okay, hier ist eine Sackgasse. Dann gehen wir da lang. Zerquetschen, Pulver und Siepen, die Böse sind hart. Aber nicht hart genug. Wieder Bogenschützen. Wir zerteilen euch. Stück für bieten wir den Verrätern die Stirn. Wenn wir sterben, damit Ehre. Wie ihr okay, befehlt. Abhauen, abhauen, abhauen. Der Prinz ist vergiftet, wir müssen aufpassen. Und schnell ihm einen Ort zum Pennen suchen. Das königliche Schlafgemach wäre uns lieber. Alter, der leistet wesentlich mehr als der Prinz. Und der Prinz hat wesentlich bessere Ausrüstung als Hagen. Also, eigentlich sollte der rechtmäßige Thronfolger sein. Und nicht so ein arrogantes Schnösel wie der Siegfried. Nicht diesmal, Feiglinge! Zu den Waffen! Alarm! Ja, was? Ich werde es tun. Wir können ihren Angstschweiß riechen. Oder wohl eher nur ihren Schweiß. Also das ist meiner wahrscheinlich, mein Schweiß. Euer Wille geschehe. Oh Mann, ey. Das wäre dir die Skelette sind so fies. Wir sind Siegfried, Prinz Siegfried. Ah Gott, gehen wir mal da runter. Okay, sind nur Skelette, alles gut. Den Ort könnte man als Rückzugsort nutzen. Euer williger Diener. Rüstet euch, ihr Ritter. Haue hin, Schwert. Okay, das sieht auch so creepy aus, hier lauter gefoltete Leute. Natürlich. Oh, Käfige mit toten Menschen. Ich gehe meiner ritterlichen Pflicht nach. Hier geht's raus. Naja, sind also nur so einfache Skelette. Mit einem, halt mit einem guten Schild, aber mehr auch nicht. Ich komme. Ich glaube, die haben sogar Ritterschwerter bei sich. So, jetzt chillen wir nochmal, bevor wir hier rausgehen. Was ist denn hier? Ah, okay. Da können wir jetzt noch nicht hin. Da müssen wir erstmal hier diesen Schalter hier betätigen, irgendwie. Der wahre Ritter. Was? Der Thron steht uns zu. Ja, lass den Hagen ruhig pennen, ist in Ordnung.
gefällt uns. Es ist soweit. Ja. Das ist das. Das ist ja wie in Minecraft. Man pennt und dann steht auf einmal ein Skelett vor deiner Nase. Das alte Minecraft. So wird es sein. Ja, ja, gut, dann gehen wir mal da hin. Oh, so ein Werbär. Zu Befehl. Oder Werwolf, keine Ahnung, ich kann die nicht unterscheiden. Ob Werwolf, ob Werbär, ist mir mittlerweile egal. Okay, dann müssen wir hier nochmal durch das Labyrinth drüber. Halt durch die ganzen Passagen da im Untergrund. Den Schalter müssen wir, glaube ich, aktivieren. Wir haben uns hier nur zurückgezogen, weil es hier ein bisschen zu skeletthaftig war. Wo geht's eigentlich hier lang? Der Feind nähert sich. Okay. Ein Ritter kämpft bis mal da zum lang. Letzten Atemzug. Ja, klatschen wir erstmal die da weg. Ich glaube, das sind Werbären. Werbären sind, glaube ich, weiß, oder? Keine Ahnung. Wie ihr befehlt. Ah, shit. Danger. Dangerous. Ja. Zuerst zum Heilen. Oh, shit, das sind Spikes, ne? Nee. Ja, genau. Lass Hagen tanken. Alter Hagen, ne? Der hat mehr Eier als und Siegfried und alle anderen zusammen. Ich werde bei einer Rollenkampagne sowas von Hagen spielen. Ich werde es tun. Das ist. Oh, sie nähern sich! Meine Kräfte, da sind sie! Bewegt euch! Alarm! Ey, fänd ruhig! Wir sind Sieg. Vor allem der Prinz, ne? Der hat nur Angst, weil. Der hat die ganze Zeit Angst, wenn er irgendwie. Alter, Hagen ist es egal, der legt sich einfach pennen, aber der Prinz. Nein, ich will nicht pennen! Nein, Alarm! Was für ein Weichei! Da! Hagen ist es scheißegal, aber der Prinz? Nein, ich will nicht schlafen! Ich bin der Prinz, bla bla bla! Ich habe keine Eier da unten! Rittertum und Ehre sind das höchste Gut auf Erden. Frische Kräfte! Wir werden es vollbringen! Euch. Ihr niederträchtigen Wer rastet, der rostet! So, du gehst jetzt pennen, ja? Ich glaube, ich lasse jetzt wirklich alles Hagen machen. Auch den Drachenkampf lasse ich Hagen machen. Wie ihr befehlt. Ja, es wird nicht funktionieren, glaube ich, ne? Also diese Kack-Skelette da hinten, ey. Die sind so nervig. Hier ist der Prinzenrolle. Prinzenrolle, komm mal her. Wir verstehen. Jetzt bloß nicht einkreisen lassen. Bereit. Sie kommen! Diese Skelette. Ich will da nicht kämpfen, solange die Skelette da uns abschießen. Grabt eure Wo kommst du denn jetzt her? So, hier ist viel besser zum Kämpfen. Ja. Da, Hagen hat fast Stufe 8 erreicht. Er hat fast den Prinzen eingeholt. Da, der Prinz ist schon wieder. Och, ich bin so schwach. Aber Hagen, ist mir doch egal, ob ich Schmerzen habe. Ja. Das Spiel ohne Witz mit Hagen weiter. Hier ist es zu gefährlich. Schaut her, ihr Mann. Hier ist geschlossen. Hier ist es zu gefährlich. Ich habe keine Eier da unten. Also, hier ist der Schalter. Wo geht's denn lang? Hier sind ein paar Spikes. Aber da lassen wir Hagen durchlaufen. Der, für den sind es Kratzer. Und dann ist hier schon der Schild. Oder wir müssen irgendwie den Schalter hier aktivieren. Ach, da ist der Schalter. Okay. Na gut, dann sind wir schon am Ziel. Die Stirn. Das Schwert wird schartig. Ja. Ignoriert die einfach. Alles so cool, alles so cool. Super Fee. Hagen, trigger die mal. Ja. Weidet die Meute aus. Wir sind bereit. Okay. Hagen hier. Ja, warte vielleicht noch, bis das hier weg ist. Okay, ja. Irgendwie geht das hier nicht weg, die Feuerflammen.
Ich werde es tun. Müssen wir mal da lang laufen und schauen. Okay, also wie kriegen wir die Flammen hier runter? Ich sehe die räudigen Hunde. An die Arbeit für unseren glorreichen Sieg. Moment mal, wir haben doch einen Priester bei uns. Ja, junge Leute kümmern sich nur um ihre Körper und vergessen... Aha! Oh, fuck. Hi. Okay, geh wieder weg. Ja, mein Prinz, ich bin es. Okay, auf die Skelette. Alter. Oh Gott, also die Skelette sind halt übel, ne? Also auf die Skelette. Bei unserer Ehre, wir sollen um Hilfe winseln. So, die haben uns schon das ganze Spiel über gemobbt. Ich fürchte keine Gefahr. So, es sind nur noch die zwei da übrig. Und Haken tankt mal wieder so ein Werwolf und ein Minotaurus gleichzeitig. Ja, ich sagte gleichzeitig. Da seht ihr, also der wahre Prinz hier in diesem Königreich ist Haken. Der Prinz, der kann gar nichts. Außer anzugeben, wie toll er doch ist. Super Fehl. So, und hier wären wir. Der Schild. Ich muss meine Kräfte für den Kampf sammeln. Unser Gemach im Schloss ist... Okay, leg erstmal dein Schild ab. Getroffen. Den kriegt jetzt Hagen. Frische Kräfte. Den Schild des Prinzen. Das ist eher eine Beleidigung, den zu tragen. Es ist an der Zeit, weil der zeigt nicht, wie männlich der eigentlich ist, ja? Dieser Schild, der ist total unmännlich. Okay, Prinzenrolle, schnapp dir mal den Schild hier. Welch ein herrlicher Schild. Wie geschaffen für einen König. Das muss der magische Drachenschild sein, den der Zauberer aus dem Dorf erzählte. Es ist soweit. Jetzt endlich kann ich unser Land von diesem fliegenden Inferno befreien. Jawohl. Und schwupps, auf einmal sind wir alle weg. So, Prinz. Endlich seid ihr richtig bewaffnet, um in den Kampf gegen den Drachen zu bestehen. Geht hin und vernichtet diese schreckliche Bestie. Ich danke euch für eure wertvollen Ratschläge. Ohne eure Hilfe hätte ich die magische Ausrüstung nie ausfindig gemacht. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich wollte nur ein bisschen was für euch tun, mein Prinz. Machen wir uns auf den Weg, den wahre Helden wählen müssen. Okay. Das Ende der Tyrannei ist nahe. Jetzt steuern wir nur den Prinzen. Oh. Was ist denn mit Hagen? Hagen, wir werden uns eines Tages wiedersehen, wenn ich dich im Rollenspiel weiterspiele. In der Rollenspielkampagne. Wirst du den rechtmäßigen Platz des Prinzen einnehmen und der wahre Herrscher dieses Landes werden. Das schwöre ich dir. Also Leute, Rollenspielkampagne wird es geben mit Hagen. Das habe ich jetzt beschlossen. Allerdings... wird das noch ein bisschen dauern, weil ich erstmal ein bisschen Abwechslung brauche, was dieses Spiel angeht, weil, ja, ich brauche halt mal ein anderes Spiel zwischenzeitlich zum Let's Playen und, wie gesagt, irgendwann werden wir mit Hagen weiterspielen und die Rollenspielkampagne durchspielen. Aber erstmal müssen wir hier den Prinzen weiterhin auf seiner Reise begleiten und den Drachen wir sind bereit. Auslöschen, der sich hier befindet. Einverstanden. Also Prinz. Ach, wir können ja eigentlich hier den Teleporter nehmen. Ach ja, jetzt ist mein ganzes Dorf nicht mehr unter meiner Kontrolle. Unverzüglich. Ist das böse. Oh, hier ist so ein Schild. Hier, Achtung Drache. Wie blöd dieses Schild auch aussieht. Gut, speichern wir vor dem finalen Kampf. Gott, dieses Schild sieht so dämlich aus. Einverstanden. Ja gut, der Drache sieht auch dämlich. Leute, ich würde mal gerne durchlaufen. Krepiert, ihr Schurken! Das Ende der Tyrannei. So, lass mich mal da durch. Da
Wir werden es vollbringen. Kann ich jetzt hier bitte... Alter. Lass mich durch. Haltet die Meute aus. Wir sind Siegfried. Prinz Siegfried. Oh ja. So, jetzt ab. Okay, viele Heilpilze. So, und hier werden wir. Der Drache. Jetzt geht's los, meine Freunde. Auf geht's zum finalen Kampf. Wir werden es vollbringen. Alter, Alter, Alter. Okay, okay, okay. Der macht Schaden. Aber zum Glück sind hier viele Heilpilze. Zerhackt den Abschaum und verfüttert ihn an die Wölfe. Wir sterben hier, als nach Verstärkung zu rufen. Alter, ich verstehe nicht, wann du uns triffst. Das ist eine komische... Treffer-Dingens. Tatsächlich? Ja, komische Hitboxen. In Ordnung. Egal, komm! Auch schwer verletzt liegen wir nicht auf. Jetzt zurück. Unverzüglich. Grabt eure Gräber, ihr räudigen... Hagen würde den mit einem Fingerschnips platt machen. Bis zum so, jetzt haben wir's. Wir haben ihn besiegt. Haha. Das war's. Das Land wurde gerettet. Und wir wurden zum Hauptmenü rausgehauen. Wie wär's mit noch einer Endsequenz vielleicht? Statt einfach raushauen, das ist doch total unsanft. Wo bleibt das Ende? Wo bleibt... Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute? Nein, man wird hier einfach aufs Hauptmenü zurückgehauen, ohne irgendwie ein... Abschluss zu finden, ja. Oh Mann. Ja gut, das war's für die Hauptkampagne. Wir haben die Hauptkampagne durchgespielt. Und wie gesagt, wir werden dann irgendwann mal das Rollenspiel hier machen. Wir können ja hier schon mal den Charakter erstellen. Ich nehme es mal so hier. Ja, also ich zeige euch mal, was wir da machen werden. Hier gibt es noch 8 Kapitel, die wir machen können. Genau, das ist quasi so das, was noch kommen wird mit Nightshift. Bloß wir spielen hier nicht mit Emperor Janka, der Bogenschütze, sondern wir spielen hier mit Hagen. Dem gebe ich noch irgendeinen coolen Nebennamen, ja. Hagen, der wahre Thronfolger, ja. Irgendwie sowas. Ja gut, dann war es das auch für Let's Play Nightshift fürs Erste. Wir werden, wie gesagt, demnächst weiterspielen mit Hagen, Rollenspielkampagne, und dann geht's auch weiter. Also, bis dann, euer Janka. Macht's gut. Ciao.